Es ist ungefähr 20 Jahre her, wo ich das erste Mal überlegt habe, mich selbstständig zu machen. Und vielleicht bist du heute in der gleichen Situation, vielleicht noch angestellt, vielleicht schon arbeitslos und kurz davor, dich zu gründen und fragst dich, lohnt es sich? Was sind die Gründe dafür, sich selbstständig zu machen? Und davon werde ich dir heute eine ganze Menge liefern. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Und ich habe selbst viele Firmen gegründet und auch vielen anderen dabei geholfen, sich selbstständig zu machen. Und jetzt im Rückblick gibt es eine ganze Reihe Vorteile, die bei einer Selbstständigkeit, bei einer Gründung dann auf dich zukommen, die du vielleicht heute noch gar nicht siehst und die ich damals auch nicht gesehen habe. Kommen wir zum ersten großen Vorteil. Der erste große Vorteil ist, dass du das System verstehst. Was meine ich damit? Nun, gucken wir uns einmal an, wie du überlebst, also deine Survival-Situation. Nun, in der Regel wird es so sein, dass du morgens aufstehst aus einem warmen Bett, das ein anderer gefertigt hat. Du gehst durch deine Wohnung, was andere gebaut haben. Du gehst dann in dein Badezimmer, drehst einen Wasserhahn auf, den andere eingebaut haben, und da kommt Wasser raus, das andere gefiltert haben. Schließlich gehst du dann weiter in deine Küche und machst einen Kühlschrank auf, den andere gebaut haben, und du nimmst dort dann dein Gemüse, dein Obst, dein Essen raus, was andere angebaut haben, und schließlich gehst du dann zu deinem Auto, was andere gebaut haben, fährst zur Arbeit, von Unternehmen, das andere gegründet haben, und schließlich gehst du dir Dinge kaufen, die andere Leute gebaut haben. Das bedeutet, du bist als Konsument in der Gesellschaft in irgendeiner Nische dort gefangen. Du arbeitest zum Beispiel beim Arzt oder arbeitest in der Produktion eines Unternehmens. Du bist in irgendeiner Nische ein Teil von einem großen Ganzen. Aber was du nicht gelernt hast, sehr wahrscheinlich, ist, deine 7 Grundbedürfnisse, und ich rede nur von den physiologischen Grundbedürfnissen, noch nicht von den psychologischen, selbst zu erfüllen. Kannst du Wasser filtern? Ich glaube, nein. Kannst du schlachten, tierische Notnahrung herstellen, gewinnen, unterscheiden, welche pflanzliche Notnahrung ist essbar und was ist eher giftiges Pflanzenwerk? Du hast also wahrscheinlich auch nicht die Fähigkeit, dir dein Haus selbst zu bauen, eine Unterkunft, in der du überleben kannst. Ich weiß nicht, ob du in der Lage bist, Feuer anzumachen, also für Wärme und Wohlbehagen zu sorgen in deiner Unterkunft ohne Feuerzeug und Streichhölzer. Du kannst dir mal überlegen, ob du von A nach B in Deutschland kommst, wenn WLAN, GPS und Co. und dein Navigationsgerät ausgeschaltet sind. Also kannst du beispielsweise auch orientieren. Wie sieht es dann aus mit Kommunikation, wenn die Handymasten abgeschaltet sind, die Telefone nicht funktionieren? Bist du in der Lage, dann über Distanz zu kommunizieren, dich verständlich zu machen? Kannst du also für Rettung suchen? Es gibt im Überleben 7 große Disziplinen, die ich jetzt kurz angesprochen habe. Und dazu gehört natürlich auch der medizinische Bereich, dich selbst zu versorgen, andere zu versorgen. Und all diese Punkte, nun, die lernst du wahrscheinlich in der Schule nicht, sehr unwahrscheinlich von deinem Elternhaus. Die berufliche Ausbildung, die spezialisiert dich in irgendeinen dieser Grundbedürfnisse, Bereiche der Gesellschaft. Und du verstehst das System nicht. Du bist abhängig vom System. Und so fühlt man sich als Mensch auch abhängig, unfrei, unselbstständig. Und wenn du das lernen willst, in der Natur zu überleben, nun, dann musst du alle Bereiche erlernen. Und wenn du dieses System erlernt hast, nun, dann ist es egal, wo du im Urlaub bist, was passieren kann, ob es einen Stromausfall gibt oder nicht. Du hast gelernt zu überleben und das macht dich unabhängig, das macht dich frei. Das steigert dein Selbstbewusstsein, dein Selbstwertgefühl und deine Selbstwirksamkeit. Und das haben die meisten Menschen nicht. Und das Gleiche gilt aber auch für die Wirtschaft. Wenn du beispielsweise in irgendeinem Unternehmen arbeitest, in der Hotline, Callcenter, nun, dann bist du in einem Unternehmensbereich tätig, vielleicht im Sales-Bereich. Aber du hast keine Ahnung, wie Operation funktioniert. Du weißt auch nicht, wie das Marketingkonzept darüber funktioniert. Du weißt auch nicht, wie die Finanzen laufen, die Abrechnung läuft. Du hast keine Ahnung, wie das Thema Recht, Compliance beispielsweise aufgebaut ist. Du weißt auch nicht, wie Personal beispielsweise organisiert und strukturiert wird. Wie dann die IT läuft, die EDV dahinter, da hast du mal was gehört oder den Admin mal gesehen. Und auch wie das Know-how beispielsweise organisiert, das Geschäftsgeheimnis und das Firmen-Know-how gesichert wird und wo du es findest. All das ist dir unbekannt, hast du mal gehört.
warst du mal vielleicht Konsument von. Aber du hast das nicht im Kopf. Und genauso ist es als Angestellter, wenn du in einer dieser Nischen arbeitest, auch hier das Prinzip Wirtschaft, das Prinzip der Natur, hier im Survival-Bereich. Erst wenn du beides verstanden hast, dann bist du unabhängig, dann bist du frei. Und das macht was mit deiner Persönlichkeit. Deshalb der größte Wert ist nicht nur, wenn du dich selbstständig machst, dass du das ganze System kennenlernst. Der viel größere Wert ist, dass du als Persönlichkeit an Kompetenz zunimmst, dass du an Selbstsicherheit zunimmst, dass du an persönlicher Kompetenz etwas umzusetzen zunimmst. Du kannst mehr machen, du wirst ein Macher. Du hast strategische Kompetenzen entwickelt, du kannst Entscheidungen treffen. Du kannst Ideen, die du hast, die noch in der Zukunft liegen, die kannst du anfangen umzusetzen. Du kannst also deinen Kontext beeinflussen, du kannst Menschen führen, du kannst Ideen Wirklichkeit werden lassen. Nun, ich weiß nicht, wie viele Menschen du um dich herum kennst, die in der Lage sind, draußen zu überleben. Die sagen, komme, was da wolle, ich überlebe und ich nehme dich mit. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen du kennst, die die gesamte Gesellschaft, die Wirtschaft verstanden haben und die in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, heute Entscheidungen zu treffen, die sich in der Zukunft positiv auswirken. Nun, wenn du diese Menschen kennst, dann sind das besondere Persönlichkeiten. Und das ist auch das Besondere, wozu ich dich einlade, auch eine solche Persönlichkeit zu werden, die das alles integriert, die das verstanden hat. Diese Menschen sind natürliche Führungskräfte. Nicht, weil sie 3,50 Meter groß sind oder 55 Zentimeter Bizeps haben. Nein, das sind deshalb Führungskräfte, weil sie in der Lage sind, das Gebiet zu erkennen. Weil sie in der Lage sind, in dem Gebiet Vor- und Nachteile zu erkennen. Weil sie wissen, welche Ressourcen haben wir heute und wo können wir damit hinkommen. Die sind in der Lage, Pläne zu schmieden, die funktionieren. Und diese Menschen, nun, diesen Menschen schließen sich andere Menschen eher an, als die, die nur Spezialisten sind und irgendwo in einer Ecke lange Zeit gearbeitet haben und den Rest des Unternehmens nicht verstehen. Du hast jetzt, wie du siehst, eine ganze Menge Lernaufgabe natürlich vor dir, wenn du sagst, du willst dich selbstständig machen. Im Survival, da besuchst du Survival-Kurse. Hier in der Wirtschaft, nun, da gibt es vielleicht BWL und VWL, aber das ist meistens theoretisches Spezialistentum, gelehrt von Menschen, die das selbst nicht integrieren, im Kopf haben, die keine Erfahrungswerte haben, die, wenn du sie nach den Früchten fragst, in dem Segment keine haben oder geringe. Deshalb, die einzige wirkliche Chance ist hier, wie beim Schwimmen, ins Wasser zu springen, aber natürlich vorbereitet zu sein durch einen Schwimmtrainer, andere Schwimmer kennenzulernen, die schon besser schwimmen und dir auch natürlich einen Lernplan zu machen, welche Schwimmdisziplinen, welche Techniken und welche Herausforderungen es im Wasser gibt, das alles zu lernen. Solltest du Interesse haben, zu einer Persönlichkeit zu werden, die Zug um Zug, das dauert natürlich Wochen, Monate und Jahre, eine Person wird, die das ganze System versteht, die eine natürliche Führungsperson wird, eine Respektperson, wo sich andere gerne anschließen, nicht nur die Kunden, sondern auch Mitarbeiter, Multiplikatoren oder in sämtlichen Vereinen und Verbänden, wo du dann tätig bist. Dann sag uns gerne Bescheid, mach einen Termin, vereinbare ein kostenfreies Erstgespräch mit unserem Gutschein. Du kannst natürlich auch gerne unseren Kanal weiter empfehlen oder jetzt abonnieren. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.